Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Liebe Geschwister im Islam, liebe Nicht-Muslime, wir sind heute hier zu einem Gespräch mit Pater Slot, damit ihr auch mal sehen könnt, wie Muslime und Christen friedlich miteinander diskutieren können und nach dem Dialog mit einem Handschlag auseinandergehen können. Weil heute wird leider oft das Gefühl vermittelt, oder was heißt das Gefühl vermittelt? Anstatt Dialog gibt es mehr Dialog. Wir können unterschiedlicher Meinung sein in Glaubensfragen. Und sowohl ich als auch Herr Slot, wir sind jeweils von unserer Glaubensrichtung überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Und dass es gibt zwischen uns viele Gemeinsamkeiten, das werden wir sicherlich sehen. Aber es gibt auch fundamentale Unterschiede. Und da kann man auf friedliche Art und Weise drüber reden, ohne dass man sich dabei den Schädel einschlagen muss. Weil nicht unbedingt derjenige, der dem anderen den Schädel eingeschlagen hat, ist dann derjenige, der Recht hat. Sondern derjenige, der Recht hat, das wird man spätestens am jüngsten Tag wird man das sehen. Okay, was ich sagen wollte, ich habe eben schon habe ich einige Fragen gestellt, weil der Pater Slot, der lebt im Zölibat. Zölibat bedeutet, dass er keine Frau ehelicht. Und da habe ich zu ihm gesagt, und er hat schon einen guten Spruch gebracht, ich habe mich gut amüsiert. Ich habe zu ihm gesagt, ist das nicht schwer, ohne Frau zu leben? Darauf meinte der, ist eher einfach. Also das ist auf jeden Fall gut. Ich wollte Sie eigentlich mal eine Frage stellen, die mich interessiert, jetzt vom Christentum, auch die fundamentalen Unterschiede zwischen einigen Glaubensrichtungen im Christentum. Sie sind ja jetzt Katholik, bekennender Katholik und überzeugter Katholik. Was ist denn jetzt, und es ist ja, ich habe schon darüber geredet, wegen Zölibat und so weiter, jetzt, was ist für Sie jetzt so der Unterschied, der also Sie zum Katholiken gemacht hat? Jetzt zwischen Protestantentum, weil ich glaube, Sie sind ja davon überzeugt, dass der katholische Glaube näher an der Lehre Jesus ist als der protestantische Glaube. Ist das so, oder? Davon bin ich nicht überzeugt. Davon sind Sie nicht überzeugt? Nein. Also was hat mich zum Katholiken gemacht? Meine Geburt und die Taufe. Ach so. Und dann habe ich gesagt, das ist die Religion meiner Eltern. Ja. Und ich habe erlebt, wie meine Eltern damit gelebt haben. Sie sind schon beide gestorben. Und habe gemerkt, ja, die sind mit dieser Religion sehr zufrieden und glücklich geworden. Also sage ich, auch ich mache mich auf die Suche und schaue, was taugt die Religion meiner Eltern und studiere die Religion meiner Eltern. Also jetzt so von vornherein war das jetzt nicht so, also Sie sind schon in diese Religion hineingeboren, sozusagen durch die Eltern, und haben sich dann auch an erster Stelle halt mit dieser Religion auch beschäftigt und das hat Ihnen halt gefallen. Und weil es war jetzt nicht so, dass das von vornherein eine Suche gewesen ist, ja. In dem Sinne, bei mir war beispielsweise war es ja so gewesen, dass ich einmal den Glauben ich war ja Protestant gewesen, obwohl ich zu einer katholischen Schule gegangen bin. Bei mir war es ja so, dass ich den Glauben irgendwann daran verloren habe oder auch Zweifel bekommen habe an der Existenz Gottes. Und dann im Nachhinein durch verschiedene Lebenserfahrungen nach dem Sinn im Leben gesucht habe und mir gedacht habe, es muss ja irgendetwas geben, einen Gott und irgendeinen Weg geben. Und ist dann nachher auf den Weg gekommen und habe mir dann halt die Religion von vornherein miteinander verglichen. Dann halt habe ich halt verschiedene Punkte gefunden im Islam, die mich halt dazu gebracht haben, diese Religion halt anzunehmen. Ne? Das heißt, Sie haben sozusagen erstmal studiert, verschiedene Religionen, die miteinander verglichen, oder? Ja, genau. Also zum Beispiel, ich habe jetzt ganz ehrlich gesagt, ganz am Anfang, bevor ich angefangen habe, bevor ich also Muslim geworden bin, ich bin damals bei einem Jugendtreffen, das heißt Jugendtreffen, Zivildienstlager. Und da habe ich mit einem Christen gesprochen, der sehr feindlich gegenüber dem Islam gesinnt war. Und daraufhin habe ich mich dafür interessiert. Ich habe mich sowieso schon interessiert, weil ich hatte viele Freunde. Aber sie sind ja auch Lehrer. Sie sehen ja, nicht jeder Muslim praktiziert seine Religion. Genau wie nicht jeder Christ wirklich das Gelbe vom Ei ist, die Praxis angeht. Und ich habe mich aber dafür interessiert und daraufhin habe ich halt erstmal den Koran gelesen, komplett. Und danach habe ich die Bibel nochmal komplett gelesen, von A bis Z, also Altes Testament, Neues Testament. Und ich war halt irgendwie überzeugt, dass in dieser Religion, sowohl in der Bibel als auch im Koran, dass dort Weisheiten drin sind. Das ist ja auch kein Zweifel, da gibt es auch gar keinen Zweifel für mich, weil was viele Leute auch nicht wissen, ich habe es schon einige Male erwähnt, wenn ich zum Beispiel einige Stellen aus der Bibel zitiere, dann ist das nicht,
weil ich sagen will, das ist verkehrt. In den meisten Fällen, sondern ich sage, das ist für mich ein Buch, was vielen Menschen geholfen hat, ein besserer Mensch zu werden und was viele Weisheiten enthält. Und ich denke, wenn in Deutschland, wenn sich mehr Menschen an die Bibel halten würden, dass sie ein besseres Leben führen würden. Weil viele Probleme, die wir sehen, und das war auch etwas im Vorfeld, bevor ich Muslim geworden bin, ich habe Zivildienst gehabt beim Deutschen Roten Kreuz und wir haben Essen auf Rädern, das Essen verteilt. Da bin ich halt zu verschiedenen Menschen gekommen und ich habe gesehen, dass die Menschen, die ein religiöseres Leben führen, und hier rede ich jetzt religiöses Leben, weil zu Muslimen bin ich nicht gefahren, dass die im Alter mehr Halt haben als diejenigen, die kein religiöses Leben führen. Ja, das heißt allerdings nicht für mich, dass für mich die einzige Wahrheit, die schlussendlich zum Ziel führt, durch die Barmherzigkeit des Allmächtigen Gottes, der Islam ist. Das ist eine andere Geschichte. Aber ich bin der Überzeugung, dass wenn sich mehr Menschen an die Bibel halten würden, dass sie mit Sicherheit ein besseres Leben führen würden. Wieso sind Sie dann nicht bei der Bibel geblieben? Ja, wie gesagt, weil ich denke, weil ich sehe halt einige Punkte, um das so zu erklären, wenn wir die Welt anschauen, glauben wir an einen Gott erstmal. Okay. Weil die Schöpfung deutet auf einen Schöpfer, wie das Bild auf einen Maler hinweist. Nur, was ich gesehen habe, ist, und das ist auch die islamische Position, wenn es einen Gott gibt und er schickt uns eine Botschaft, dann sage ich, dass die Botschaft perfekt sein muss. Wenn 99 Sachen perfekt sind, aber eine Sache ist nicht perfekt, ja, dann sage ich mir, es kann nicht 100% die Botschaft von Gott sein. Zum Beispiel, ich gebe Ihnen ein Beispiel, vielleicht können Sie mir die Antwort darauf geben. Zum Beispiel, wenn ich Esra 2, Nehemia 7 vergleiche im Alten Testament. Da wird der Auszug der Israeliten aus Babylonien erwähnt, unter der Zeit von Nebukadnezar. Hm. Und wenn man dann die Zahlen am Ende vergleicht, dann sieht man, dass dort 18, da werden über die Stämme aufgezählt und dann wird gesagt, von diesem Stamm waren es so und so viele Leute, von diesem Stamm waren es so und so viele Leute. Das ist derselbe, also dasselbe Geschehen und da sieht man 18 verschiedene Widersprüche. Mhm. Ja, und das sind zum Beispiel so Punkte als Beispiel. Ja, oder zum Beispiel im Neuen Testament der Stammbaum von Jesus. Oder die Namen der Jünger. Ja, oder zum Beispiel. Ja, das sind jetzt so einige Beispiele, die ich da finde. Und da sage ich halt, da ist irgendetwas. Ja, also das kann nicht von Gott sein, dieser Punkt. Dann auch für mich Problem, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, Sie kennen das ja selber, im Katholizismus glaubt man ja an die, oder im ist ja das Alte Testament, die Septuaginta-Version, also mit den deuterokanonischen Schriften, diese sechs Bücher, Bücher, die Protestanten nicht akzeptieren. Ja? Mhm. Im Islam haben wir es halt, dass alle Muslime denselben Koran haben. Mhm. Ja? Wie viele Jahre wurde am Koran geschrieben? Am Koran? Ja. Der Koran wurde in der Lebenszeit des Propheten Sallam herabgesandt und das sind insgesamt 23 Jahre. Wie lange wurde an der Bibel geschrieben? An der Bibel tausende Jahre. Genau. Ja, ist klar, aber wenn ein Fehler reingekommen ist, also dann normalerweise muss Gott seine Botschaft schützen. Mhm. Dann wäre die Bibel gleichzusetzen mit dem Koran. Wenn Sie sagen, das muss ein perfektes Werk sein, müsste die Bibel genau wie der Koran sein. Wie meinen Sie das? Sie sagen, wenn Sie ja, über den Koran sprechen, sagen Sie, der Koran hat keine Fehler. Ja, so sehe ich das, ja. Aha. Das heißt, nur weil er in sich nicht widersprüchlich ist. Ja, zum Beispiel. Also zum Beispiel die Frage, die Mutter Jesu, Maria. Ja, genau. War auch die Schwester Aarons. Ja. So heißt es im Koran. Nein. Das ist etwas anderes. Es ist, im Koran heißt es, ja, Ukhta Harun. Der Prophet Mohammed, das ist in Sure 19, genau. Der Prophet Mohammed wurde daraufhin gefragt, ist das der Aaron von Moses? Mhm. Weil es gibt im Koran, um den Koran zu verstehen, gibt es eine sehr wichtige Methode. Der Prophet Mohammed interpretiert den Koran. Und das steht in Sure 16, Vers 44, wo Allah sagt, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Das heißt, da hat der Prophet gesagt, nein, weil Aaron hat vorher gelebt. Das ist nicht die Schwester von Aaron. Mhm. Aber sie wird Schwester Aaron genannt, weil die Juden ihre Kinder nach rechtschaffenen Personen benannt haben. Habe ich Sie richtig verstanden? Das heißt, um diesen einen Vers aus Sure 19 zu verstehen, muss ich einen anderen Vers kennen,
damit ich das richtig verstehe. Nicht immer, aber in vielen, zum Beispiel bei diesem Vers, ja. Bei diesem Vers erklärt der Prophet Sallam genau. Diesen Vers, genau, ja. Warum gilt dann das gleiche Prinzip nicht für die Bibel? Wenn Sie einen Bibelvers nehmen, müssen Sie im Prinzip auch einen anderen Bibelvers nehmen und schauen, gibt es noch mehr Bibelverse, die mir helfen, diesen zu verstehen. Das ist auch so, ganz klar. Ja. Natürlich, das ist bei der Bibel genau dasselbe. Das heißt, Sie müssen bei dem, wo Sie jetzt paradoxe Sachen finden, müssen im Prinzip schauen, was ist die Gesamtbotschaft dieser Bibel. Das ist so wie beim Koran kann ich nicht einen Vers rausnehmen. Also dann dürfte ich zum Beispiel sagen, hey, im Koran steht drin, es gibt keinen Gott. Und verschweige, Komma, außer Gott. Ja, ja. Ja, dann könnte ich sagen, im Koran steht, es gibt keinen Gott, also sind alle Muslime Atheisten. Ja, geht ja nicht. Das ist klar, aber genau, ein Widerspruch ist für uns etwas, das ist eine gute Sache, ein Widerspruch ist für uns etwas, wofür es keine Erklärung gibt. Ja? Mhm. Zum Beispiel, jetzt, vielleicht gibt es ja eine Erklärung für Esra 2, Nehemia 7. Wer kann diese Erklärung wissen? Vielleicht kennen Sie sie. Nee, aber ich hoffe, Gott kennt sie. Ja, okay, aber wenn es keine Erklärung dafür gibt, ja, und Gott kennt die Erklärung dafür. Und hier steht zum Beispiel 500 und an der anderen Stelle steht 800. Das ist für mich, das ist ganz klar ein Unterschied. Ja, sind Zahlen. Interessanter finde ich jetzt eine Entdeckung von mir im Koran. Ja. Abraham. Ja. Ja. In der Bibel wird nicht erzählt, warum er seinen Vater verlässt. Ja. Ja. Das Gespräch mit seinem Vater, der die alte politistische Religion vertritt, ja. Wird in der Bibel nicht erzählt. Es wird im Prinzip nur erzählt, Abraham und Gott sprachen miteinander und Gott sagte, du musst hier wegziehen. Ja, genau. Da zum Beispiel finde ich den Koran eine gute Erklärung. Sie kennen die Stelle. Ich kenne nämlich nicht besonders. Ja, es gibt viele Stellen. Wo dieser Dialog ist, Abraham redet mit seinem Vater und der Vater sagt, Abraham, hey, warum dienst du dem, was nicht hört und nicht genau, sieht? Genau, richtig. Und da kommt genau das zum Ausdruck, dass Abraham sagt, nein, ich glaube nur an diesen einen einzigen Gott. Und du glaubst an viele Götter, deswegen können wir nicht miteinander leben. Ja. Das geht nicht. Der Vater sagt, wenn du jetzt nicht an die alten Götter glaubst, muss ich dich töten. Ja. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, ich werde dich steinigen. Und Abraham sagt, ich hingegen werde bei Gott um Erbarmen für dich bitten und entscheide zu gehen. Ja. Ja? Da zum Beispiel gebe ich Ihnen recht. Das ist eine sehr gute Erklärung, um zu verstehen, warum Abraham weggegangen ist. Ich bin selbst früher schon auf diese Idee gekommen, dass genau das der Grund sein muss. Im Koran habe ich dann entdeckt, hey, da steht es ja schriftlich. Ja, also der Koran kann durchaus das eine oder andere erklären. Warum kann der Koran das erklären? Weil er einige hundert Jahre später entstanden ist und dazwischen eine ganze Reflexionsgeschichte ist. Er guckt auf eine ganze Geschichte zurück. Ja, also wenn der Prophet Mohammed die Absicht hatte, oder Gott die Absicht hatte, durch den Propheten das uns mitzuteilen, hat er da eine wunderbare Ergänzung gemacht. Also meinen Sie, dass der Koran eventuell von Gott sein könnte? Ja, natürlich ist er von Gott. Oder würden Sie sagen, er ist nicht von Gott? Nein, ich sage, er ist von Gott, aber ich meine jetzt, ich meine jetzt laut, also ich meine jetzt laut. Ja, genau. Also, aus Ihrer Sicht. Aus meiner Sicht ist der Koran durchaus Gottes Wort und für mich ist Mohammed auch ein Prophet. Ja. Nur der Koran ergänzt mich in ein oder anderen Stellen vielleicht die Glaubenserfahrung, die in der Bibel drin ist. Ja. Aber es ist nicht so, dass ich alles, was im Koran steht, eins zu eins übersetze. Und es gibt zum Beispiel Dinge, wenn wir über Jesus Christus reden werden, dann stellen wir fest, aha, das Grundanliegen Mohammeds klar zu machen, es gibt nur einen einzigen Gott. Ja. Ja? Und dann merkt man, sein Glaubensbekenntnis kommt ja drin, anders als bei den Christen und bei den Juden, beginnt ja das Glaubensbekenntnis im Islam erstmal, es gibt keinen Gott, außer Gott. Wieso stellt Mohammed diesen Satz, es gibt keinen Gott, der Sache voran? Das heißt, sein Kampf war gegen den Polytheismus. Genau. Ja? Und da in diesem Punkt trifft er genau mit dem Glauben von Jesus überein. Jesus hat auch gesagt, es gibt keine anderen Götter. Mose sagt, es gibt keine anderen Götter. Das heißt, da haben wir dreimal die gleiche Botschaft. Ja? Also insofern ergänzt sich das nicht, sondern es ist im Prinzip eine Wiederholung. Ja. Ja, aber interessant, der Blick, den Mohammed ständig darauf hat, zu sagen, ich muss ständig daran erinnern. Jedes Mal, wenn ich über Jesus etwas erzähle, dann muss ich immer daran erinnern, halt, Jesus ist nach meiner Überzeugung, das, was Gott Mohammed offenbart hat, er ist kein Gott. Weil in diesem Sinne, wie Mohammed das versteht, heißt es ja, es wäre ein Gott neben Gott. Ja? Da sage ich mir, an diesem Punkt geht dann mein Koranverständnis auseinander. Und ich sage, nein, Moment. Jesus war nach unserer Überzeugung wahrer Mensch und wahrer Gott. Ja. Ja?
Das heißt, Mohammed hat recht, wenn er sagt, nein, den Menschen Jesus dürfen wir niemals als Gott anbeten. Das hätte Jesus auch niemals zugelassen. Ja. Ja, Jesus selbst ab und zu, als Leute ihn quasi dahin drängten, er sagt ja zum Beispiel an einer Stelle, wenn er hinkommt und sagt, was muss ich tun, um das Leben, das ewige Leben im Paradies zu gewinnen, dann sagt kennst er, du die Gebote? Genau, du kennst die Gebote, halte sie. Markus 10, Vers 18. Ja. Und ja. Nur Gott ist gut. Das heißt, Jesus hat im Prinzip genau für diesen gleichen Glauben ja. in seinem Leben sich eingesetzt. Und er ist dafür für andere Leute getötet worden. Ja. Dann, aha, Mohammed und Jesus glauben im Prinzip dasselbe. Ihr Glauben ist gerettet worden, aber okay. Ich wollte das nur betonen. Ja, okay. Ja, genau. Auch da ist ein Unterschied. Ja, na klar, ich wollte das nur betonen. Also, beide glauben dasselbe. Und da frage ich mich, wieso kommt Mohammed auf die Idee, zu sagen, aber Jesus ist nicht Gott. Also wieso kann er nicht akzeptieren, dass in Jesus Christus uns Gott begegnet? Ja? Nicht, weil Gott ihn als Menschen gezeugt hat, ja. sondern wir sagen, Jesus, nee, Jesus ist Sohn Gottes, weil nach Tod, also am Tod am Kreuz und Auferstehung, Gott Jesus als seinen Sohn zu seiner Rechten eingesetzt hat. Also nicht, also wenn wir über Gottes Sohnschaft Jesu Christi sprechen, ja. dann nicht, weil Gott wie irgendein mythologischer Gott der Griechen gesagt hat, hey, ich zeuge jetzt mit irgendeiner Frau. Nee, das ist schon, ja? das ist auch klar. Das ist auch etwas, was einige Muslime falsch verstehen. Also die denken, dass die Christen denken würden, Gott wäre auf die Welt gekommen und hätte dann mit einer Maria Frau Verkehr gehabt. Genau. Das ist natürlich auch laut christlichem Glauben unakzeptabel. Genau. Das heißt, wenn Gott ihn sozusagen in den Himmel aufgenommen hat, zu seiner Rechten aufgenommen hat und sagt, hey, du bist mein Sohn, ja. darf das Gott zu einem Menschen sagen, du bist mein Sohn? Ob Gott das zu einem Menschen sagen darf? Hier ist das Problem, wir sehen ja zum Beispiel in der Bibel auch, dass dieser Begriff Sohn nicht nur für Jesus verwendet wird, zum Beispiel Exodus 4, Vers 22, genau. Israel ist mein erstgeborener Sohn. Richtig, oder ja? David, das heißt, mein Sohn bist du. Das heißt, wenn damit gemeint ist, erhabener Diener und Guter und diese Nähe zu Gott, wir sagen ja auch, es gibt Menschen, die eine bestimmte Nähe zu Gott haben, jetzt im abstrakten Sinne, eine Nähe zu Gott haben. Ja? Wir haben kein Problem damit zu sagen, dass Jesus eine Nähe zu Gott hatte. Nur das Problem ist, mit dem Begriff Sohn kann natürlich schnell ein Missverständnis passieren, wie zum Beispiel, dass man denkt, er wäre abgekommen oder ist der eine Sohn und so weiter und so fort. Ne? Sie sagen ja selber das Gebet, wie oft sagen wir es am Tag, wie wahrscheinlich sehr oft, Vater unser im Himmel. In dem Sinne, ich gehe zu meinem Gott und zu eurem Gott, zu meinem Vater und zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Das heißt, Sie als Muslim könnten mit mir gemeinsam sagen, nicht im Sinne von der sexuellen Zeugung, das haben wir gerade ausgeschlossen. Ja, das ist sowieso aber im Sinne von, wenn Gott jemanden zu seinem Sohn macht, dass man zu dem durchaus Sohn Gottes sagen dürfte. Nur wir verneinen das, weil der Koran sagt, dass Gott diesen Namen nicht für einen Diener nimmt. Wegen diesem Missverständnis, was passiert. Und, weil wenn wir sagen, jemand ist ein Sohn, dann stammt er von jemandem ab. Und von Gott stammt keiner ab, sondern Gott hat alles erschaffen. Es gibt einen Unterschied zwischen Erzeugen und Erschaffen. Und ein Sohn ist jemand, der erzeugt wird. Und Gott sagt im Koran, Lem Yelid Velem Yulid, der hat nicht gezeugt und wurde nicht gezeugt. Ja, und deswegen verneinen, negieren wir den Begriff Sohn. Also, dann frage ich nochmal zurück. Könnte es ein Muslim dann ertragen, wenn ich in diesem Sinne sage, weil Gott diesen Jesus seinen Sohn nennt, dass ich als Christ das Recht habe zu sagen, ja, okay, wenn Gott das sagt, darf ich ihn in diesem Sinne auch so nennen? Ja, wir sagen nur, dass Gott das nicht sagt. Oder dass Gott das zumindest verboten hat zu sagen. Ja, um das Missverständnis zu vermeiden. Genau. Deswegen, aber wenn wir uns über dieses Missverständnis einig werden und sagen, hey, das Missverständnis will ich auch gar nicht haben, da sind wir ja der gleichen Meinung. Dann könnte man noch sagen, hey, ein Muslim kann das akzeptieren. Er würde es selber nie sagen. Aber er kann es akzeptieren, dass ein Christ sagt, dieser Jesus ist nach unserer Offenbarung, ja, in der Bibel, bei der Taufe. Also metaphorisch. Aber Sie sagen, er ist ein wahrer Sohn, oder? Wir sind ja noch erstmal an diesem Punkt, also dass man den Titel Sohn benutzen kann. Also, wie gesagt, wir sagen, den Titel Sohn kann man nicht benutzen, weil Gott das verneint im Koran und sagt, man soll niemanden Sohn Gottes nennen, in dem Sinne. Ja, also das ist der Punkt. Ja? Ja. Das ist der Punkt, weil wir versuchen ganz genau am Text zu bleiben, ganz genau am Text zu bleiben. Aber was ich schon gesagt habe, ist, wir glauben, dass in der Bibel, laut Bibel, viele Sohn genannt worden sind, aber das damit nicht gemeint ist, im Sinne von gezeugt oder
Abstammung und so weiter und so fort, mhm. sondern eher in diesem Sinne metaphorisch gedacht, mhm. dass das bedeutet, ein nahestehender Diener. Ja. Mhm. In dem Sinne also können Sie, ohne dass Sie es selbst gebrauchen, aber verstehen, wenn ich das meine, würde Sie sagen, okay, das geht noch d'accord. Jetzt, wenn ich den nächsten Schritt gehe. Wir bleiben ganz eng am Text, haben schon gesagt. Also, nee, weil wir haben ja vorher darüber gesprochen, der Koran muss ja im Ganzen verstanden werden. Also der Koran als Ganzes würde es dann ablehnen. Ja, auf jeden Fall. Aha. Dann ist da sicherlich ein Unterschied, weil ja. der Titel, die Absicht des Propheten, ja. Missverständnis zu vermeiden, das kann ich nachvollziehen. Ja. Ja. Dann die nächste Geschichte, also welche Bedeutung hat Jesus? Für Sie ist ja der Koran, wenn ich das richtig verstanden habe, das Wort Gottes. Ja. Ja, das herabgesandt worden ist zu den Menschen. Ja, genau. Wieso benutzt Gott ein Buch und nicht einen Menschen? Weil Gott handelt ja auch. Ja. Und dann finde ich, ist es doch viel logischer, wenn Gott sagt, hey, ich habe diesen Leuten, diesen Menschen etwas zu sagen. Und ich will, dass die mich auch verstehen. Nicht jeder kann lesen. Nicht jeder ist in der Lage, Arabisch zu sprechen. Ja? Also nicht jeder kann das. Dann ist es doch viel günstiger, ein Mensch macht diese Aufgabe für mich. Ja. Und damit das nicht mit Fehlern behaftet ist, komme ich sozusagen selbst in diese Welt und sage mir, ich muss euch was Wichtiges sagen, mitteilen und das mit Wort und mit Tat. Ja. Es ist eigentlich nicht so, dass es nur um das Wort selber geht, das Wort, was offenbart wird, sondern es geht eigentlich darum, dass Gott Menschen gesandt hat mit dem Buch, die auch nach diesem Buch handeln. Weil wir sind Menschen und er hat auch keine Engel gesandt. Er hat keinen Engel gesandt, weil ein Engel ist ein Engel, ein Mensch ist ein Mensch. Sondern hat Menschen gesandt, denen ihr perfekte Eigenschaften gegeben hat, die aber auch eventuell Fehler machen können, ja, damit wir auch davon lernen können. Zum Beispiel, es gibt Beispiele von Moses, ja, oder von anderen Propheten, wo sie zum Beispiel in verschiedenen Sachen Fehler gemacht haben und Gott sie berichtigt hat, verbessert hat. Und das hat verschiedene Nutzen. Zum Beispiel der Prophet Mohammed s.a.w. hat zum Beispiel im Gebet etwas vergessen. Weil er ist ein Mensch. Daraufhin hat Gott durch den Propheten Mohammed gezeigt, was wir machen müssen, wenn wir im Gebet etwas verbessern. Ja? Aber wir sagen halt ganz klar, und das ist vielleicht ein wichtiger Unterschied, weil wir sagen, im Koran steht, Laysa kamithli shay, dass Gott nichts und niemandem gleicht und ähnelt. Ja? Und wenn wir Gott tiefer stellen, als er ist, zu der Position mal zu einem Menschen machen, dann ist er nicht mehr Gott. Dann ist er niedriger. Ja? Und hier geht es aber im Prinzip hauptsächlich darum, dass wir ganz einfach sagen, dass Gott nicht als Mensch herabgekommen ist, sondern dass das, was Sie eben schon gesagt haben, durch Moses hat er sich offenbart, durch Jesus hat er sich offenbart, durch und so weiter und so fort, dass er diese Leute gesandt hat mit derselben Botschaft. Aber jedes Mal noch mit dem Problem, dass diese Botschaft von den Leuten nicht richtig verstanden worden ist. Dann muss doch Gott einfach mal sagen, ey, das hier ist meine Welt. Ihr seid meine Geschöpfe. Darum komme ich jetzt selber in meine Schöpfung und sage, so geht es. Das ist mein Weg. Haben aber dann die anderen, die davor nicht einen Nachteil gehabt, weil Gott wusste ja vor, dass die es nicht verstehen und die versteht. Und außerdem wissen ja selber, dass ihn auch nicht jeder verstanden hat. Gott wusste das vorher, ja. Aber dann hätte er den Menschen ja keinen freien Willen gelassen. Also wenn Gott nach dem Motto, ich weiß sowieso alles vor, ja. Wieso hat er dann die Welt, der hätte uns gleich ins Paradies schicken können, dann hätten wir keinen, der in die Hölle kommt, wir wären alle im Paradies und wir wären alle bei Gott. Wenn das Ziel Gottes gewesen wäre, hätte er uns ja keinen freien Willen schenken müssen. Ja, aber in dem Augenblick, wo er den freien Willen zulässt, heißt es, selbst seine Propheten können Fehler machen. Ja, aber das meine ich nicht. Ja, aber wir sagen, und das ist ein wichtiger Punkt im Islam, dass in der Botschaft selber der Prophet keinen Fehler macht. In der Überlieferung der Botschaft wird er geschützt. Das heißt, wenn er beispielsweise... Das sagen Sie für Mohammed. Das sagen wir für alle Propheten. Für alle Propheten. Also. Das sagen wir für alle Propheten. Kein Prophet macht in der Vermittlung der Botschaft einen Fehler. Es sei denn zum Beispiel, jetzt zum Beispiel, er hat jetzt im Gebet sich vertan, dann hat er diesen Fehler gemacht, um danach zu zeigen, was ein Mensch macht, wenn er sich zum Beispiel vertan, wenn er zum Beispiel einen Fehler gemacht hat. Weil wir können viel besser einen Menschen. Also nach dem Motto, das ist jetzt der Fehler, aus dem man lernen soll. Das bitte macht nicht. Ja, also. aber natürlich ein unbeabsichtigter Fehler. Ja. Nicht eine absichtliche Sünde, keine große Schau. Sünde und so weiter. Das nicht. In diesem Sinne, wie ich das zum Beispiel gesagt habe. Im Gebet, er hat etwas vergessen, hat früh aufgehört und so weiter. Ja. Aber wir sagen halt, dass die Botschaft an sich immer dieselbe war.
das, was Sie auch eben gesagt haben. Hm? Mit Jesus, Markus 10, Vers 18. Hm? Warum nennen die mich gut? Es gibt keinen, der gut ist, außer Gott. Hm? Du kannst die Gebote. Dass darauf aufmerksam gemacht wird, dass es den einen wahren Gott gibt, den man über alles lieben muss, hm? Dem man dienen soll. Und der derjenige ist, der einen im Endeffekt erbarmt. Es gibt bei uns im Islam hm? Die Ameise Mensch sozusagen und den allmächtigen Gott. Hm? Das heißt, wenn wir beten, ist es nur erlaubt, den allmächtigen Gott anzubeten. Ja. Wie auch in Exodus 20, Vers 4, wo offenbart wird, ich bin ja dein Gott, der dich ausgeholt aus Ägypten, aus dem Sklavenhaus. Du sollst nie keine Götter neben mir nehmen, du sollst keinen anbeten und so weiter. Genau. Worauf ich kurz eingehen wollte, entschuldigen, weil das haben Sie eben, weil Sie haben etwas länger geredet, das haben Sie eben erwähnt mit dem La ilaha, also es gibt keinen Gott außer Gott. Ja, dieser Punkt ist im Koran oder im Islam selber, warum wird das so gemacht? Es gibt keinen Gott außer Gott, genau, weil das eine Betonung ist. Das ist eine Verneinung und eine Bestätigung. Wenn ich sagen würde, es gibt einen Gott, das schließt nicht aus, dass es vielleicht noch andere Götter gibt. Aber wenn ich sage, es gibt keinen Gott außer den einen wahren Gott, und in dem Wort Allah wird etwas beinhaltet, oder dieses Wort Allah beinhaltet etwas in der arabischen Sprache. Es beinhaltet in der arabischen Sprache, dass es derjenige, der der Anbetung würdig ist. Mhm. Also derjenige, der einzige, der der Anbetung würdig ist. Es gibt falsche Götter. Mhm. Das wird ja auch von der Bibel bestätigt. Mhm. Es gibt falsche Götter. Was ist zum Beispiel ein Götze jetzt nach koranischer? Ja, also es gibt im Koran gibt es zwei Begriffe. Einmal Wathan und einmal Sanam. Das wird im Deutschen meistens beides als Götze übersetzt, weil es manchmal, Sie können bestimmt auch Hebräisch, denke ich mal. Ja, und Sie wissen ja selber, oder auch das Griechische, dass die Sprachen sich immer etwas unterscheiden. Es ist manchmal nicht so einfach, das richtige Wort zu finden. Das Wort Sanam ist etwas, was ein Mensch selber geschnitzt hat und neben Gott angebetet wird. Und das Wort Wathan beinhaltet sowohl die Götzen, es umfasst also mehr. Zum Beispiel, dass man sich ein Holzteil schnitzt, sowas wir unter Götze verstehen, ein Idol, und als auch alles, was neben Gott angebetet wird. Das heißt, seines Engel, seines Menschen, seines Propheten, weil im Islam ist ganz klar, dass wir sagen, diese Sache ist die größte Sünde, wie auch im ersten Gebot, ihr sollt euch keine Götter nehmen, weil der Name Gott selber beinhaltete die Anbetung, dass wir ihn alleine anbeten. Hm. Und dass er der Einzige ist, der das Recht verdient hat, und dass das die große Sünde ist, sich einen anderen Gott neben ihm zu nehmen. Sei es in der Anbetung, weil wir verstehen eigentlich jetzt in Deutschland oder in Europa, versteht man meistens den Begriff Gott anders als der Koran den definiert. Weil der Koran definiert den Namen Gott selber oder den Begriff Gott nicht nur als den Schöpfer, Lenker, Herrscher. Wenn wir hier über Gott reden, dann wird meistens darunter verstanden, es ist derjenige, der alles erschaffen hat. Das ist derjenige, der alles lenkt, der Herrscher über alles ist auf eine Art und Weise. Aber im Koran beinhaltet das drei Sachen. Erste Sache, dass er das ist, dass er der einzige Schöpfer ist. Lenker ist Herrscher des gesamten Universums, ohne Partner. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagen würde, ich glaube, dass die Natur durch einen Zufall wurde die Welt erschaffen, Darwin-Theorie und so weiter, das würde zum Beispiel in dieser Kategorie schon abgelehnt. Dann die zweite Kategorie ist, wenn er dieser Schöpfer ist, und wir schauen uns diese Schöpfung an, dann deutet das auf Eigenschaften von diesem einen Gott hin. Nämlich, dass dieser eine Gott erstens Fähigkeit besitzt, und seine Fähigkeit ist die Allmacht. Weil es kann nur jemand diese ganzen Dinge erschaffen, der Allmacht hat. Wenn wir sehen, beispielsweise in der modernen Astronomie, wie groß das Universum ist. Alleine die Milchstraße, die Planetenkonstellation, das ist ein unvorstellbar, da kommt der Mensch gar nicht mit. Gott hat vor Raum und Zeit existiert. Ein Wesen über unserer Vorstellungskraft. Dann deutet es auf Wissen hin. Gott hat uns Wissen gegeben, also deutet es darauf hin, was er erschaffen hat. Wenn wir beispielsweise eine menschliche Zelle sehen, die arbeitet wie eine Fabrikanlage. Das kann nur jemand erschaffen, der Wissen hat von der Sache. Und das Wissen von Gott ist Allwissenheit. Und wenn er diese Eigenschaften hat und wir das wirklich verinnerlichen und wir sehen, wie Gott uns Menschen geehrt hat, dann führt uns das dazu, dass er auch der Einzige ist, der das Recht hat, angebetet zu werden. Deswegen auch sieht man in der Bibel bei den ganzen Propheten und im Koran,
dass die sich immer gegen den Götzen, also die Anbetung anderer gewehrt haben und sich auch nicht selber anbeten lassen haben. An der Stelle eine Nachfrage. Wenn Sie sagen, in dem Augenblick, wo ich so etwas sehe, das unendlich große Weltall wie eine Zelle funktioniert, müsste ich ja eigentlich zu der Erkenntnis, dass es Gott gibt, auch kommen ohne den Koran. Ohne dass ich jemals das Wort Gottes irgendwo gehört habe, müsste ich allein, indem ich das Wissen, was Gott mir geschenkt hat, benutzen, darauf kommen. Es stimmt. Es gibt sehr viele Sachen, die, weil wir sagen, es gibt im Menschen auch eine Fitra, eine natürliche Veranlagung, Gott zu finden. Ja? Der Koran ist nur eine genaue Wegbeschreibung. Zum Beispiel sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass Memin Mauludin, sallallahu alaihi wasallam, Frieden und Segen auf ihn. Also. Es gibt keinen, er sagt, es gibt kein Neugeborenes, ja, das nicht auf der Fitra, der natürlichen Veranlagung geboren wird, an Gott zu glauben. Ja. Nur Koran und Bibel ist eine Gnadengabe von Gott, um seinen genauen Weg zu zeigen. Hudel lil Muttaqin, eine Rechtleitung für die Gotteswürdigen, sagt Allah im Koran. Aber dass es Gott selber gibt, dass es Gott gibt, selber, nicht jetzt, ich rede jetzt nicht von einzelnen Geboten, dass es Gott selber gibt, zu dieser Erkenntnis kann der Mensch von sich selber kommen. Das ist etwas, was der Mensch im Herzen hat. Mhm. Wenn die meisten Menschen, die nicht an Gott glauben, das ist unsere Überzeugung im Islam, sind eigentlich Leute, die etwas verdecken, was sie in ihrem inneren Bewusstsein wissen, dass es Gott gibt. Und das sieht man auch daran, wenn das Flugzeug im Sturzflug ist. Der schlimmste Atheist sagt dann, oh Gott, wenn es dich gibt, dann helfe mir. Das heißt, im Inneren weiß er schon, dass es einen Gott gibt. Aber er verdeckt diese Sache sozusagen. Deswegen Kufr, dieser Begriff Unglaube im Islam, bedeutet eigentlich etwas verdecken. Er verdeckt eigentlich das, die natürliche Veranlagung, mit der Gott ihn erschaffen hat, an den einen wahren Gott zu glauben. Hm. Wobei der nicht so schlimm ist, wie die Möglichkeit, einen anderen Gott anzubeten, also einen Götzen anzubeten. Das was ist schlimmer. Was ist nicht so schlimm? Also dieser Unglaube, der verdeckt ist, oder ist es genauso schlimm? Nein. Das ist, das ist was anderes, nein, ne? Nein, das ist also, jeder Unglaube ist etwas, was man verdeckt. Zum Beispiel einen anderen Gott anzubeten, wenn man weiß, dass der eine Gott der einzige Schöpfer, Lenker ist, so, dann weiß ich doch, dass wenn ich einen anderen anbete, dass der eigentlich doch ohne die Erlaubnis des allmächtigen Gottes oder wenn er das nicht zulässt, sowieso mir gar nicht helfen kann. Das heißt, warum bete ich dann diese Götze beispielsweise an? Und deswegen sieht man auch, und das ist ein Missverständnis, was auch einige Muslime haben, der Götzenanbetung, und das sagt der Koran ganz deutlich, und das, da haben wir auch wahrscheinlich einen fundamentalen Unterschied. Der Koran lehrt ganz eindeutig, dass die Götzenanbetung nicht geschieht, weil diejenigen denken, dass diese Götze oder dieser Heilige oder dieser Prophet ihnen direkt helfen kann, sondern viele, und das steht in Surat Yunus im Koran, sondern dass viele glauben an den einen Gott und dass sich diese Götzen als Vermittler zu Gott nehmen oder die Gott näher bringen. Allah sagt im Koran, sagt er, wenn es ihnen gesagt wird, also wer hat euch von Himmel und Erde versorgt und wer hat Macht über Gehör und Gesicht? Und wer bringt das Tod aus dem Lebendigen hervor und bringt das Lebendige zum Toten? Ja? Und wer regelt die Anlagen? Dann sagen die, der eine Gott. Dann sagt er, dann sag, O Mohammed, wollen die dann nicht gottesfürchtig sein? Und diese Taqwa beinhaltet die Liebe für Gott und die Furcht vor Gott. Mhm. Ja? Und hier ist es dann folgendermaßen, dass diese Leute, und das sagt er, dann sagt er dann auch, sie sagen, ma na'buduhum illa liyukaribuna ila Allahi zulfa. Diese Götzen, oder diese, wie gesagt, als Götzen, ist bei uns alles gemeint, was neben Gott angebetet wird, dienen wir nur, damit sie uns dem einen allmächtigen Gott näher bringen. Oder sie sagen, ha'ulai shufa'una inda Allah. Die sind unsere Fürsprecher bei Gott. Und das ist, wie gesagt, von vornherein, jede Anbetung, die einem anderen außer Gott gewidmet wird, ist eine Schirktat. Und da sagt Gott im Koran, das ist Sure 5, Vers 48, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Er verzeiht nicht, dass man ihm Schirk vergeht. Hiermit ist gemeint, wenn er in diesem Zustand stirbt, ohne Reue zu gehen. Natürlich, jemand, der in seiner Lebenszeit einsieht, dass er einen Fehler gemacht hat und sich verbessert, ist natürlich eine andere Sache. Mhm.
Warum soll er ihm das nicht verzeihen? Warum? Weil in dem Augenblick, wo ein Mensch stirbt, weiß er ja, dass das alles bloß Götzen waren. Kann er nach dem Tod nicht bereuen? Nach dem Tod kann er nicht bereuen. Kann im Christentum jemand nach dem Tod bereuen? Kann Gott nach dem Tod es verzeihen? Kann. Denn die Möglichkeit für Gott, Gott ist allmächtig. Genau. Aber Gott berichtet uns ja das, was er tun wird. Wird Gott im Christentum jemand verzeihen, der stirbt, ohne Jesus als seinen persönlichen Retter angenommen zu haben? Ja. Ja, also weil, jetzt zum Beispiel... Weil Jesus ist ja so gestorben. Ja, aber Jesus ist ja gestorben. Also das heißt, wenn wir jetzt das Christentum nicht annehmen, werden sie trotzdem gerettet werden. Kann man trotzdem ins Paradies kommen? Ja, natürlich. Weil, das haben wir gerade festgestellt in dem Augenblick, weil sie ja selbst auf dem natürlichen Wege der Erkenntnis eine Erfahrung mit Gott haben können. Das heißt, sie können entdecken, dass es Gott gibt, also muss es doch den Weg ohne Christentum, ohne Islam, ohne Judentum trotzdem zu Gott geben. Aber soweit ich das weiß, gibt es da ja unter den Christen auch andere Ansichten. Ne? Ja, aber das ist wie mit den Muslimen auch. Ja. Die Frage ist, was ist logisch, also was ist nach dem Glauben wahr? Aber ich meine, okay, da wäre es doch Muslim, da sind sie auf der sicheren, da sind sie auf der sicheren Seite. Nein, bin ich nicht, weil im entscheidenden Unterschied ist, ich glaube, dass in Jesus Christus Gott sich offenbart hat, und zwar vollständig und vollkommen. Ja? Ein Buch reicht mir nicht, ich kann ein Buch nicht lieben. Das geht nicht. Ja, es geht doch nicht darum, das Buch zu lieben, sondern das zu lieben, was Gott offenbart hat. Sie lieben ja auch das, was Gott in der Bibel offenbart hat, oder? Ja, und eine Beziehung zu Jesus Christus, zu einem Menschen, bringt jetzt, das ist meine Glaubenserfahrung, ja, bringt mich auf jeden Fall Gott näher, als, ich habe auch den Koran gelesen, nicht so gut wie Sie, aber ich habe drin studiert, als dieser Koran. Ich halte diesen Koran für inspiriert. Ja. Also für mich ist es kein Problem, als Christ zu sagen, Mohammed ist für mich genauso ein Prophet wie Mose oder wie Adam oder wie Noah. Das ist für mich kein Problem. Und ich will auch niemals sagen, das, was im Koran steht, ist Unfug. Ganz im Gegenteil, es ist wirklich etwas, wo ich merke, da kommt das Ringen, dieses Mohammed, zum Ausdruck, zu entdecken, was ist der Wille Gottes. Ja. Ja? Aber ich glaube, dass Mohammed Anteil am Koran hat. Ich glaube, dass die Worte, die da aufgeschrieben worden sind, auch die Glaubenserfahrung von Mohammed beinhalten. Sonst könnte ich mir auch nicht erklären, warum neben dem Koran noch eine Sunna notwendig ist. Warum braucht man die Hadithe? Aber ich meine, das ist ja eigentlich eine Hilfe, eine große Hilfe. Ja. Sie sehen ja selber... Aber das hieß ja, der Koran ist nicht vollkommen. Nein, nicht unbedingt. Sondern der Koran ist vollkommen, weil der Koran ja schon sagt, dass wir an die Sunna glauben sollen. Und er sagt, und das ist der Wille Gottes, dass wir den Propheten als unser Vorbild nehmen. Und er sagt im Koran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Und ihr habt dem Gesandten Allahs, ich wollte gerade schon weiterreden auf Arabisch, ihr habt dem Gesandten Allahs das beste Beispiel. Und er sagt, und was euch der Gesandte gibt, das nimmt. Und was er euch verbietet, das lasst. Mhm. Und er sagt in Sura 16, Vers 44, wir haben zu dir die Offenbarung herabgesandt, damit du den Menschen lehrst, was herabgesandt wurde. Wir sehen ja zum Beispiel in der Bibel, das wissen Sie ja selber aus der Bibelgeschichte, was es für große Probleme gab zwischen Arius und Athanasius und so weiter, diese Strömungen, die entstanden sind. So, natürlich, Sie sagen jetzt, im Islam gibt es ja auch viele verschiedene Strömungen. Nur ich kann Ihnen ganz klar zeigen, hier, du sagst zum Beispiel, diese Sache ist richtig. Und dann zeige ich ihm hier, der Prophet Mohammed s.a.w. hat so und so und so und so gesagt. Mhm. Hat den Vers auf die Art erklärt. Wenn jetzt zum Beispiel Arius war ja ein Unitarier, der nicht daran glaubte, dass Jesus Gott ist. Genau, der glaubt, dass Jesus ein Mensch war. Ja. Genau, Athanasius hatte eben genau die andere Meinung, also die Trinität. Die zwei Wesen. Ja, genau. In einer Natur. Die zwei Naturen und ein Wesen. Genau. So, jetzt, wenn jetzt zum Beispiel Jesus kommen würde und sagt, hier, dieses Buch, zum Beispiel Jesus sagt, zum Beispiel in Markus 13, Vers 32, ja, Markus 13, Vers 32, da steht, Jesus wird gefragt, wann ist der jüngste Tag? Da sagt er, das weiß nicht ich, das wissen nicht die Engel im Himmel, das weiß nur Gott. Genau. Ja, für mich ist es halt so, wenn Jesus Gott ist, sowohl Mensch als auch Gott, dann ist er auch allwissend. Und dann muss er das wissen. So, wenn jetzt Jesus sagt hier, und dieser Vers bedeutet dieses und jenes, oder dieser Vers deutet darauf hin, dass ich nicht Gott bin, ich bin auch ein geehrter Diener Gottes, das ist eine genaue Erklärung, dass diese Meinungsverschiedenheit zwischen Arius und Athanasius gar nicht vorkommen kann.
Ja, aber gerade dieser Vers, den Sie dann haben, das weiß nur der Vater im Himmel, heißt ja auch, wie sehr Jesus Christus eben vollkommen auch Mensch war. Das gehört ja zum christlichen Glaubensbekenntnis dazu. Er war vollkommener Mensch. Nur in einer Sache nicht. Er hat keine Sünde begangen. Er brauchte von Gott keine Verzeihung seiner Sünden, sagen wir. Das ist der einzige Unterschied. Wie ist das jetzt zum Beispiel, wenn man zu seiner... Ja, okay, aber für mich ist es ganz klar. Also wirklich, also da werden sich unsere Wege auch nie treffen. Weil ich sage, wenn ich dazu verpflichtet bin, daran zu glauben, dass Jesus Gott ist. Und ich versuche mal eine Parallele herzustellen, die Sie vielleicht dann besser verstehen. Wenn ich dazu verpflichtet wäre, zu glauben, dass im Koran vollkommen der Wille Gottes geoffenbart ist. Das ist so ein Parallel bei mir. Ich glaube, dass der Wille Gottes, also Gott sich in diesem Jesus, in seinem Tun, in seinem Wirken vollkommen offenbart. Ja, aber die christliche Lehre sagt doch, es gibt drei göttliche Personen, der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Heilige Geist ist Gott und alle drei zusammen sind nur ein Gott. Ja, das ist ja das glauben, athanasianische Glaubensbekenntnis. Wie heißt es bei den Christen? Wie nennen Sie das? Athanasianische Glaubensbekenntnis. Trinitärer Gott. Ja genau, trinitär heißt drei Einigkeit. Ja. Die Betonung liegt auf eins. Ja. Ja, aber also es ist nicht, also wir kommen jetzt in den Bereich von Spekulation, das ist dann schon jenseits, da kommen wir in philosophische Spekulationen an, wie sieht das aus? Das ist für mich philosophische Spekulation. Mich interessiert das, die biblische Offenbarung. Aber für mich ist es so, wenn Jesus Gott ist, und Sie meinen jetzt ja, er ist nicht Gott, sondern Gott offenbart sich in ihm. Genau, in diesem Menschen. Offenbart seinen Willen in ihm. Genau. Aber dann ist er ja in dem Sinne nicht mehr Gott. In diesem Sinne ist er erstmal Mensch. Es ist ja ein Unterschied, ob ich sage, Gott offenbart seinen Willen darin, Gott offenbart seinen Willen, oder ich sage, Jesus ist Gott. Ja, genau. Das sind zwei verschiedene Dinge. Ja, aber laut athanasianisches Glaubensbekenntnis heißt es ja, der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Heilige Gott. Also ich habe hier so einige Definitionen drin, aber die kennen Sie mit Sicherheit. Heißt es ja, es gibt drei göttliche Personen, der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, also das heißt, der Sohn Jesus ist Gott, der Heilige Geist ist Gott und alle drei zusammen sind nur ein Gott. Wenn ich aber jetzt sage, Jesus ist eigentlich nicht Gott, sondern der Wille Gottes offenbart sich in ihm, dann ist er ja für mich nicht mehr Gott. Wie ist es mit dem Koran? Ist der auch nicht Gott? Der Koran, wir sagen nicht, der Koran Gottes, der Koran ist das Wort Gottes. Genau, aber kann denn das Wort Gottes außerhalb von Gott existieren? Allah hat sein Wort offenbart. Ja, genau sage ich, Allah hat sich in Jesus Christus offenbart. Ja, okay, aber wir sagen ja auch nicht, dass der Koran Gott ist. Nein, Sie sagen ja, Jesus ist Gott. Das habe ich auch nicht so gemeint. Ja. Ich meine, dass der Koran nicht Gott ist, ist klar. Nee, aber dass im Koran das Wort Gottes uns begegnet, das würde ich auch so bestätigen. Genau. Ja, der Koran, und ich sage, in Jesus Christus begegnet mir das Wort Gottes. Ja, okay, aber es wird ja gesagt, das meine ich ja. Okay, wenn Sie sagen, in Jesus Christus, der Wille Gottes offenbart sich in ihm. Das heißt, dass Jesus durch sein Handeln, durch sein Werken, durch seine Worte zeigt, was Gott von uns will. Genau. Also Jesus zeigt durch sein Handeln, durch seine Werke, ja, durch sein Wesen, durch seine Worte, durch seine Überlieferung, das, was er sagt, was der Wille Gottes ist. Ja. Das würden wir auch akzeptieren. Aber damit sagen wir ja nicht, dass Jesus Gott ist. Es ist ein Unterschied, ob ich sage, Jesus ist Gott oder Gott offenbart seinen Willen durch Jesus. Ja, in diesem Augenblick, wo ich das sage, rede ich von dem Menschen Jesus, in dem sich Gottes Wille offenbart. Aber ich muss mich fragen, hey, wie kann Gottes Wille von Gott getrennt existieren? Sie haben eben gesagt, philosophische Spekulation. Das ist wieder philosophische Spekulation. Die Frage ist ja, hat Jesus von sich selber gesagt, dass er Gott ist? Er hat einmal gesagt, der Vater und ich, wir sind eins. Ja, aber er hat auch in Johannes 17 gesagt, und ich bete zu Gott, dass ihr eins seid, also ich eins bin und so weiter. Das ist implizit, nicht explizit. Das heißt, eine explizite Aussage, und ich habe das Neue Testament gelesen, kann ich nicht finden. Ich kann keine explizite Aussage sehen, wo Jesus sagt, ich bin Vater, Sohn, Heiliger Geist, wir sind drei, ein trinitärer Gott. Nein, genau. Das findet man nicht. Er weist immer auf Gott hin. Ja, das heißt, dort sind die Menschen, einem Menschen begegnet und in diesem Menschen hat er Jesus jedenfalls so gesagt, wenn ihr mich anschaut, seht ihr den Vater. Ja. Ja? Das heißt also, Sie würden sagen, man sieht da nur den Willen Gottes, ja, und ich sage, hey, wenn das der Wille Gottes ist und dann geht es einen Schritt weiter, dann kommt das Osterereignis. Jesus stirbt am Kreuz und er wird von Gott auferweckt und zu Gott erhöht, ja, und Gott sagt, hey, ich nehme dich als meinen Sohn und du sitzt zu meiner Rechten. Ja.
ja, dann kann die Spekulation ja nur weitergehen und sagen, Moment mal, wenn das Gottes Absicht war, ja, da heißt es ja, in Jesus Christus begegnet uns Gott selbst. Das heißt, Gott zeigt in Jesus etwas von sich selber. Sehe ich Jesus, sehe ich einerseits den Menschen, aber ich sehe andererseits auch Gott. Also wie gesagt, diese Verse sind sehr implizit, sehr interpretationsbedürftig. Weil Allah sagt zum Beispiel auch im Koran, وَمَنْ يُؤْتِي الرَّسُولُ فَقَدْ أَتَى اللَّهُ. Wer dem Gesandten gehorcht, der hat Allah gehorcht. Aber warum? Weil Allah an anderer Stelle in Surah Tunajim, Surah der Stern, sagt, وَمَنْ يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَا إِنْهُ إِلَى وَحْيٍ يُحَى. Er redet nicht von seinen eigenen Lüsten und Begierden, sondern was er sagt, ist eine inspirierte Offenbarung. Das heißt, wenn der Prophet redet, redet das, was Gott ihm offenbart hat. Das heißt, wenn ich dem Propheten gehorche, dann habe ich Gott gehorcht. Aber damit sage ich nicht, dass Jesus Gott ist. Wenn jetzt zum Beispiel, damit sage ich nicht, dass Mohammed Gott ist. Wenn jetzt zum Beispiel Jesus sagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Es ist ja sowieso laut Christentum, das geben sie auch selber, das sagen sie auch selber implizit, also interpretationsbedürftig. Weil das würde ja ganz wörtlich bedeuten, dass der Vater der Sohn ist. Aber das ist ja auch im Christentum eine... In dem Fall schon. Also wer den Sohn sieht, sieht den Vater. Wenn sie Jesus sehen, sehen sie Gott. Aber es wird ja auch gesagt, ganz klar, das ist ja auch eine antike Häresie, ja, dass wenn man sagt, der Vater und der Sohn sind die gleiche Person. Das heißt, der Vater ist eine Person, der Sohn ist eine Person. Der Sohn ist nicht der Vater und der Vater ist nicht der Sohn, sondern sie sind ein Gott. Ja. Ja, das bleibt auch bei einem. Aber hier ist, also um dann nochmal drauf zurückzukommen, für mich ist ein großer Unterschied, ob ich sage, in Jesus offenbart sich der Wille Gottes, oder ob ich sage, Jesus ist Gott. Richtig. Wenn Sie zu mir sagen, wenn wir hier stehen bleiben und sagen, okay, in Jesus offenbart sich der Wille Gottes, aber er ist nicht Gott, also da stimme ich mit Ihnen vollkommen überein. Ja, das ist ja. Und ich glaube, so wie ich mit Ihnen übereinstimme, dass ich sage, Mohammed ist ein Prophet Gottes. Ja. Ja? Aber ich gehe eben einen Schritt weiter und sage, hey, der Wille Gottes offenbart sich. Das heißt, wenn ich, und zwar so vollkommen, ja, dass ich sagen kann, hey, in diesem Jesus Christus begegnet mir Gott selber. Und er verkündet vom Reich Gottes so vieles mit so vieler Vollmacht, dass ich sage, da ist noch mehr. Er ist nicht nur ein Prophet. Da begegnet mir Gott so hundertprozentig, ja, dass eine Unterscheidung zu Gott in diesem Fall schon schwierig wird. Wo ich das Problem sehe, und ich glaube, da stimmen Sie mir auch zu, das ist eine Interpretation. Ja? Also haben wir einen expliziten Vers in der Bibel, wo gesagt wird, wo Jesus ganz klar sagt, ich bin Gott, betet mich an. Sagen wir so, was wir haben, sind ein paar Taten. Er weckt Tote auf. Kann das jemand anders als Gott? Aber Jesus sagt auch in Johannes 5, Vers 30, ich kann nichts von mir selber aus tun. Ja. Das heißt, es ist die Kraft, die Gott ihm gebe. Elias hat auch Tote aufgeweckt. Aber Jesus hat nicht gesagt, Gott, ich bitte dich, tu das für mich. Sondern er sagt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und ja, er sagt aber, ich kann nichts durch mich selber tun. Und er sagt an der Stelle, ich sage dir, steht auf und sie steht auf. Oder er sagt zu seinem Freund Lazarus, ich rufe dich raus. Und aber er sagt dann auch im Nachhinein, sagt er, dass Gott ihm die Kraft dazu gegeben hat. Und der ihm etwas gibt, ist nicht der, der diese Kraft von vornherein hat. Aber kann Gott so viel von seiner Kraft abgeben, dass die lebensspendende Kraft sozusagen von Gott getrennter wirkt? Nach dem Motto, habe ich als Mensch die Möglichkeit zu sagen, hey Gott, weg den von den Toten. Also wenn Gott, ist das woanders vorgekommen? Also wenn Gott jemandem die Kraft dazu gibt, die Toten zu erwecken, warum soll er dann den Toten nicht erwecken? Also. Das ist ja mit der Erlaubnis von Gott. Ja. Jesus heilt Kranke, ähnliche Geschichte, aber Jesus vergibt Sünden. Wer kann Sünden vergeben außer Gott? In diesem Fall sagt Jesus genau dasselbe. Er hat die Vollmacht bekommen, Sünden zu vergeben in der Bibel. Genau. Das heißt, das ist für mich genau ein Beweis für das Gegenteil. Weil wenn Jesus Gott wäre, dann bräuchte er keine Vollmacht dafür. Ja, wenn Jesus Mensch ist, braucht er aber so viel Nähe zu Gott, dass Gott ihn mit dieser Vollmacht ausstattet. Wenn Jesus Mensch ist, braucht er so viel... Ja, genau. Also damit Gott einem Menschen die Vollmacht gibt, ja, braucht er so viel Vertrauen zu diesem Menschen, dass er bereit ist, ihm diese Vollmacht zu geben. Okay, das ändert aber immer noch nichts an der Tatsache, dass Jesus sagt, er hat die Vollmacht bekommen, der Menschensohn hat Vollmacht bekommen, Sünden zu verzeihen. Das heißt, es ist immer noch der die Vollmacht bekommt, ist nicht derjenige, der die Vollmacht gibt.
Und der die Vollmacht gibt, ist Gott. Und der die Vollmacht bekommt, Gott braucht keine Vollmacht zu bekommen. Gott ist völlig unabhängig. Das heißt, aber bitte ganz kurz, um darauf zurückzukommen, es ist schon immer noch so, wie wir gesagt haben, es gibt keinen expliziten Vers, wo Jesus sagt, ich bin Gott, betet mich an. Nein. Gibt es nicht. Wie ist das denn jetzt, ich wollte noch mal kurz darauf zurückkommen, wie ist das denn jetzt, wenn jetzt zum Beispiel ein Muslim stirbt, ohne Jesus als seinen persönlichen Retter akzeptiert zu haben? Er glaubt an Gott, er betet an den einen einzigen Gott, er glaubt, dass Jesus ein großer Prophet Gottes ist, er liebt Jesus, er liebt Moses, er liebt Abraham, er glaubt an heilige Schriften, er stirbt in diesem Zustand. Ich habe mal gehört, dass irgendein Papst Pius gesagt hat, dass diese Menschen auch das Paradies erreichen können, oder wie verhält sich das jetzt genau? Ich habe das mal gehört, ich bin jetzt nicht so in dieser Geschichte. Hätten Sie einen Zweifel daran, dass dieser Mensch das Paradies verdient hätte? Also Sie sagen, dass die Muslime, wenn sie den Islam praktizieren, halt, da ist ja, also gute Menschen sind in dem Sinne, ja, dass sie dann auch ins Paradies kommen können. Ja. Ohne getauft zu werden, ohne den christlichen Glauben anzunehmen. Genau. Steht so, Zweites Vatikanisches Konzil. Können Sie nachschlagen, finden Sie bestimmt, gibt es ein Dekret über das Verhältnis zu den Weltreligionen, und da steht drin, Gott hat seine Weisheit auch anderen Völkern offenbart, und auch über andere Religionen ist das möglich. Ja. Okay, aber was ich mir jetzt nicht verstehe, jetzt im Römerbrief 5, sagte der Apostel Paulus, ja, dass jeder mit der Sünde geboren wird. Hm. Ja? Und in Römerbrief 6 sagt er dann, dass das vergeben wird, dadurch, dass man sich auf den Tod von Jesus taufen lässt. Hm. Also im Groben, jetzt nicht wörtlich zitiert. Hm. Das heißt ja für mich eigentlich, dass es notwendig ist, sich taufen zu lassen und das zu bekennen. Ja. Aber Sie sagen also, wobei wir ja sagen, Jesus ist gestorben für die Sünder, wie auch für alle anderen. Das heißt also, egal ob Sie sich an Jesus bekennen, das, was Jesus da getan hat, gilt für alle Menschen. Also, und Erlösungszeit für alle. Sehr gut, dann bin ich auf der sicheren Seite. Ja, ich habe auch nicht vor, Sie von Ihrem Islam wegzubekehren. Ja. Nein. Ja, nur es ist echt. Mir geht es darum, Sie würden da zum Beispiel, also Sie sagen ja auch, dass Sie machen zwischen den Propheten wahrscheinlich keinen Rangunterschied. Also es gibt kein, also wenn ich sagen würde, Noah, Mose, Jesus, Mohammed, da würden Sie nicht sagen, es gibt irgendwelche Rangunterschiede, einer ist vornehmer als der andere? In verschiedenen Eigenschaften eventuell schon. Für uns ist schon Mohammed der größte Prophet, aber das sind eigentlich sekundäre Unterschiede. Aber wenn ein Muslim sagen würde, auch Isa ben Mariam ist dann Rasulallah. Genau. Das wäre nicht gelogen, oder? Nee, das ist vollkommen richtig. Das sagt sogar der Prophet, der geht sogar noch weiter. Er sagt das in einem Hadith, dass er der Diener Gottes und der Gesandte Gottes und der Prophet Gottes und so weiter und so fort. Also das ist ein ganz klarer Fall. Hm. Es ist sogar niemand ein Muslim. Das heißt, man könnte, also abgesehen davon, dass es nicht geht, aber rein theoretisch, wenn ein Muslim auf die Idee käme und würde sagen, ich erweitere mein Glaubensbekenntnis, ja, ich sage, also es gibt keinen Gott außer Gott, ich sage, Mohammed ist ein Prophet und ich sage, auch Jesus ist ein Prophet, der hätte keine Heresie begangen. Überhaupt nicht, im Gegenteil. Der Prophet sagt, dass du glaubst. Er sagt, man shahida illa ila illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa anna Isa Abdullah ibn Rasuluhu wa kalimatuhu alqa ila Maryam wa ruhum min wa jannatu haq wa naru haq adkhalallahu jannata ala ma kana min al-amal. Das heißt, wer bezeugt, dass es keinen gibt, der anbetungswürdig ist, außer der allmächtige Gott, kein Gott außer ihm, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist und dass Jesus der Diener und Gesandte Allahs ist und durch ein von Gott offenbartes Wort, weil er ist durch das Wort ein Wort, das Mariam zugeworfen wurde. Wir sagen, damit ist gemeint, dass er durch das Wort ohne menschlichen Samen, dass er durch das Wort, durch den Befehl Gottes entstanden ist und ein von ihm erschaffene Seele und dass das Paradies Wahrheit ist und dass die Hölle Wahrheit ist, den wird Allah in das Paradies hineinführen. Allah merkene mit Amel. Muss das alles drin sein oder reicht schon der erste Teil? Nein, es reicht im Prinzip, aber hier, es reicht im Prinzip schon der erste Teil. Das heißt, ich schadu an la ila illallah wa ich schadu an Muhammad Rasulullah. Genau, wer die Schahada sagt, aber das reicht. Genau, aber hier betont, da muss man etwas tiefer darauf eingehen, im Prinzip schon. Aber hier betont der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam noch etwas. Er betont,
dass wir als Muslime an Jesus glauben. Denn wenn ich sage, Mohammed ist der Gesandte Allahs, was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich daran glaube, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Und womit er gekommen ist mit dem Koran. Und im Koran selber steht, dass Jesus ein Gesandter Gottes ist, dass er durch die Jungfrau Maria entstanden ist, dass er Wunder gewirkt hat. Der Islam ist die einzige nicht-christliche Religion, bei dem keiner ein Muslim ist, wenn er nicht daran glaubt, dass Jesus ohne menschlichen Samen entstanden ist, dass Jesus durch ein Wunder entstanden ist. Ich konnte das ihm in diesem kurzen Zeitpunkt nicht beibringen. Da habe ich gedacht, ich fahre selber dahin, dann diskutiere ich. Also machst du mir irgendwie so, und dann bin ich dahin gegangen und habe dann dort diskutiert. Es ging also darum, mit Meinungsfreiheit und Karikatur und so weiter. Ich habe halt gesagt, dass ich das nicht als Meinungsfreiheit ansehe, weil es geht hier darum, Menschen zu beleidigen und zu verletzen. Wenn ich jemanden mit etwas verletze, was habe ich davon? Ich will mich über andere Leute lustig machen, dann hört die Meinungsfreiheit auf. Sondern ich finde es auch nicht richtig, oder ich meine, wir als Muslime würden sowieso auch Witze über Jesus und sowas. Das ist bei uns eine Sache, die einen aus der Religion rauswirft. Ja. Ja. Also es ist ein absolutes Verbot. Ja. Und ich habe gesagt, also mein Punkt war halt einfach gewesen, es gibt körperliche Gewalt, physische Gewalt und psychische Gewalt. Ich habe gesagt, psychische Gewalt kann manchmal schlimmer sein als physische Gewalt. Wenn beispielsweise der Lehrer dem Schüler eine scheuert vor der Tür, das ist vielleicht nach 5 Minuten weg, aber wenn er ihn beleidigt und macht ihn nass vor der ganzen Mannschaft, vielleicht schmerzt ihn das noch längere Zeit. So. Und ich habe gesagt, das ist eine psychische Art von Gewalt. Wenn ich weiß, dass diese Menschen sich dadurch beleidigt fühlen, ja, dann muss ich nicht irgendeine Karikatur machen, die total niveaulos ist und Menschen damit verletzen. Das müsste ich alleine aus Nächstenliebe lassen. Und ich habe gesagt, wir als Muslime würden sowas auch nicht machen. Richtig. Es ist da etwas, ist das Problem, wir als Muslime, Sie sind da leider nicht die einzige Stimme, sondern es gibt Leute, die kommen dann gleich und drohen dann gleich mit Krieg. Ne? Ja, ja, es ist da ist das Problem, ist dass aber, wir als Muslime, gibt es ja leider ja, nicht. Ja, es ist, ja aber was Beleidigung von Religion angeht, weil ich sage mal ganz klar, natürlich ist es etwas anderes, ob wir miteinander reden und sagen, ich bin der Überzeugung, dass der Islam, weil das haben Sie ja schon rausgehört, der einzig Weg ist, wenn man, es sei denn, man hat irgendwie nicht, keine Warnung bekommen, der ins Paradies führt. Also ansonsten eben die Gegenseite droht. Ja? Ach, das habe ich noch gar nicht nachgefragt. Komme ich ins Paradies, wenn ich nicht Muslim bin? Nein, wir glauben, dass es notwendig ist, Islam anzunehmen. Ah. Ganz klar. Wenn man davon gehört hat. Mhm. Deswegen, also ehrlich gesagt, also ich kann Sie so gut leiden, ich hoffe wirklich, Sie überlegen sich doch mal anders. Nee, ich hoffe wirklich, Sie überlegen sich doch mal anders. Nach Ihrer Überzeugung ist doch Jesus auch ein Muslim gewesen. Ja. Wenn ich ein Anhänger dieses Jesus bin, müsste ich ja aus dieser Interpretation heraus eigentlich auch ein Muslim sein. Aber wenn Sie ein Anhänger, ja, Muslim heißt nicht Gott ergeben, aber wenn Sie ein richtiger... Tue ich doch, das ist doch meine innerste Sehnsucht. Aber wir sagen, ein Anhänger von Jesus, der muss auch akzeptieren, dass Jesus nicht anbetungswürdig ist. Weil Jesus selber sagt, er ist... Wenn ich mit der Anbetung Jesu aber Gott meine? Sehr gut. Wissen Sie was? Die meisten, super Punkt, die meisten Götzendiener, die meinen mit der Anbetung der Götze Gott. Ah. Die sagen, dieser Götze ist nur ein Brennpunkt für das Wesen Gottes. Oder ich bete Gott durch die Götze an. Und das ist das, was die Propheten immer verboten haben. Ja, das würde ich auch verbieten wollen. Also. Es gibt noch eine ganze Menge Götzen. Na also. Ja, ja, dann stimmt. Ja, genau. Das stimmt. Der größte Götze, Geld und so weiter. Ja, dann und viele Menschen glauben, Geld kann sie erlösen. Ja. Das ist für mich der Gegengott schlechthin. Das ist auch so. Das kann auch, das ist der Prophet Mohammed hat das gesagt. Ta'asa abd al-Dinar. Der hat gesagt, also elend ist der Diener und Abd. Das ist ein Diener im Sinne von Gottesdienst, der Diener des Dinars und der Diener des Dirhams. Das ist eine Götze. Das kann also zur Götze werden, wenn man dafür über Leichen geht und so weiter. Ja, das hat er damals bei den Quraysh auch so erfahren. Ja, das war ja auch eine der ihrer Götzen. Genau. Kann man als Nicht-Muslim nach Mekka wallfahrten? Nee. Es ist schade. Schade, ne? Weil die Botschaft von Mekka eigentlich eine Botschaft ist, die alle Menschen anbietet. Also dieser schwarze Stein, der uns an den Ursprung von Gott erinnert, ist eigentlich eine Botschaft, die geöffnet werden müsste für alle. Aber das ist eine Weisheit. Und da wissen Sie warum?
ich habe in Mekka gelebt, in längere Zeit. Hm. Und wissen Sie, was da los ist? Wenn jetzt da noch Touristen aus allen Ländern kommen würden, das verstehe ich. Da platzt alles auseinander. Ich möchte auch nicht als Tourist dahin. Ich möchte aus religiösen Gründen. Ach so. Weil ich auch glaube, dass der Ursprung des, okay, der Menschen bei Gott ist. Ja. Das, aber es gibt keine Ausnahme. Nee. Aber es gibt doch, es gibt eine Ausnahme. Also wie man, es gibt ja immer verschiedene Wege, wie man ein Visa kriegen kann. Ja? Also zum Beispiel, wenn man nach Amerika geht, da muss man bestimmte Sachen ausfüllen. Da gibt es auch eine bestimmte Art, wie Sie Visa ausfüllen können. Dann sagen Sie, Ashhadu an la ilaha illallah wa Ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dann können Sie auch dahin fahren. Ja gut, das, was soll ich? Ashhadu an la ilaha illallah wa Ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Genau. Also. Ja, also. Ja, ist nicht so schwer. Dann sehen Sie, dann fahren Sie auch dahin. Inshallah. Nee, gut. Ja. Wissen Sie, dass inzwischen nach Kerbala mehr Leute pilgern als nach Mekka? Habe ich letztens gehört. Ich habe es irgendwo gelesen. Ja, und das ist völliger... Da war jetzt wieder ein Anschlag. Ja, ich kann es mir kaum vorstellen. Ich glaube eher, dass das Propaganda ist. Aber es pilgern sehr viele dahin und es ist einfach ein religiöser Fehler. Ja. Weil es ein Grab, und der Prophet Mohammed hat es verboten, ein Grab als Anbetungsstelle zu nehmen. Ganz klar. Ja. Er hat selber gesagt, Allahumma la taj'al kabri wathanan yu'bad. Oh Allah, mach mein Grab nicht zu einer Wathan-Götze, die angebetet wird. Deswegen gibt es? Doch, sein Grab gibt es doch irgendwo, oder? Sein Grab gibt es. Ja. Man kann das Grab besuchen, aber nicht anbeten. Ja. Weil er ist nicht anbetungswürdig. Ja. Als ich Islam studiert habe in Freiburg, hatte ich einen Professor, der eine eigentlich traurige Geschichte erzählt, von einem islamischen Gelehrten, der gegen diese Art von Grabverehrung und Heiligenverehrung gepredigt hat. Ja. Ja? Und er war bei den Leuten so beliebt, dass als er gestorben ist, alle Leute zu seinem Grab gepilgert sind, um ihn dort zu wählen. Das kann ich mir gut vorstellen. Also das kann ich mir gut. Leider, ja, weil der Satan, der kommt ja zu allen Menschen. Ja? Und der Allah sagt das auch im Koran. Er sagt, Alam ahad ilaykum ya bani Adam an la ta'budu shaytan innahu lakum adu mubin. O ihr Sohn Adams, habe ich euch nicht anbefohlen, nicht den Satan zu dienen. Und ihm zu dienen ist, ihm zu befehlen, ihm zu gehorchen. Und dann sagt er, innahu lakum adu mubin, er ist wirklich ein deutlicher Feind für euch. Aber wenn man sich auf Allah vertraut, wenn man auf Gott vertraut, allen welchen Gott vertraut und seinen Weg geht, seinen Schimmer geht, dann kann der Satan mir nichts anhaben. Alhamdulillah. Das ist nämlich der, der einen in die Brust hineinflüstert. Alladhi yuwaswisu fi sudurinnas. Haben Sie das? Ich glaube, für heute. Ja, was mich noch weiter interessieren würde, ist, also das ist das, worauf ich dann aufmerksam wurde, auch warum ich das Gespräch auch deswegen interessant finde. Diese Problematik, Muslime in Deutschland, wer unterrichtet die? Also wer hat ihren kulturellen Hintergrund als Deutscher, ja, und kann den Muslimen, den jungen Türken und Marokkanern und Libanesen Islam beibringen, ja, sodass die dem auch glauben, dass sie auch tatsächlich religiös handeln. Ja. Ja, weil ich bei irgendeinem Vortrag in Oberhausen, haben Sie es schon mal gesagt, den habe ich auch im Video gesehen, den fand ich sehr charmant, wo Sie dann sagen, hey, wie benehmt ihr euch, ihr Muslime? Ja? Ihr nehmt euch da die weißen Mädchen, ja? Ja, und Keuschheit gilt vor der Ehe auch für den Muslimen. Ne? Ja, was in der Richtung haben Sie da gesagt? Ja, natürlich. Hey, endlich mal jemand, dem die zuhören und der denen auch mal die Wahrheit sagt über ihre Religion. Ja, ne? es ist halt einfach so, dass es total vernachlässigt wurde. Ja. Wie gesagt, es hat mich sehr gefreut. Ja. Das ist Herr Sloth. Sloth, ja. Sloth, ist das so ein ursprünglich holländischer Name? Ja, das heißt auf Deutsch Bach. Gut, Herr Bach. Herr Sloth. Und Herr, Entschuldigung, ich habe den Namen. Herr Tünte. Herr Tünte, ja. Sie, und Sie sind auch Pater. Ja. Und hat mich gefreut. Ja. Inshallah trifft man sich schon mal wieder. Und ich denke mal, für die Leute soll das sein, man hat unterschiedliche Meinungen, ja, unterschiedliche Überzeugungen. Man kann sich selber ein Bild machen. Ja, man hat was gemeinsam. Ja, und wir haben viel Gemeinsames. Und ich denke, dass das Gemeinsame durchaus dazu führen kann, dass man friedlich miteinander leben kann. Und das ist auch etwas, was viele Menschen, vielleicht auch einige Muslime, falsch verstanden haben. Denn der Prophet Mohammed s.a.w. hat auch mit den Leuten von Al-Kitab friedlich zusammengelebt, bis dann halt diese Gruppe etwas gegen ihn in Schilde geführt hat und ihn angegriffen hat. Ja, das ist ein Unterschied, den man verstehen muss. Und wir wissen zum Beispiel aus der muslimischen Geschichte in Andalus, und das sagen die Juden selber, dass die jüdische
Kultur in dieser Zeit in Andalus aufgeblüht ist und dass sie sehr zufrieden waren mit dem Leben unter den Muslimen. Okay, wir leben, die Christen leben jetzt nicht unter uns, sondern wir leben unter den Christen. Und ich denke, dass man da auch so friedlich zusammen leben kann. Das ist unsere Botschaft. Jazakumullah khairan. Möge Allah uns allen Nutzen geben durch diese Sitzung. Da wir auch kompetente Gesprächspartner gehabt haben. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.